Ja, wir sind ja heute in Hamburg bei der mega krass riesigen Black Lives Matter Solidaritätsdemo wegen dem Mord an George Floyd, wo hier über 10.000 Leute, ich würde eher sagen, vielleicht auch 20.000, man kann es absolut nicht zählen, gerade zusammengekommen sind hier auf dem Rathausmarkt. Das war auch schon eine Stunde vorher eine andere Demo, da hinten am Jungfernstieg, an der Straße weiter. Das ist jetzt alles hier so zusammengekommen und man sieht es ja vielleicht da hinten, es kommen immer noch Leute dazu. Also hätte nie damit gerechnet, dass es so krass riesig wird, dass so viele Leute sich hier solidarisieren würden. Und ja, mir ist es hier wichtig, nochmal den Aspekt reinzutragen, dass wir eigentlich noch krassere, effektivere Solidarität hinkriegen könnten, wenn wir die Strukturen der Gewerkschaften auch nutzen würden und die Möglichkeiten von Solidaritätserklärungen über Plakatkampagnen bis zu Betriebsversammlungen und sogar solchen ähnlichen Streik- und Solidaritätsaktionen wie bei den Busfahrern in Minneapolis, die sich weigern, Gefangenentransporte für die Cops zu fahren. Und ja, wegen diesen Aspekten habe ich halt dieses Schild hier mitgebracht und ja, hoffe, dass es auch in anderen Städten solche krass riesigen Demos geben wird und dass die Bewegung weitergeht und zu Erfolgen kommen wird.